Nico O, The One Hand Gamer. Name ist Programm. Moin Moin, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Meine Güte, ich ziehe hier die Folgen eiskalt durch. Ich habe mit 64 angefangen und jetzt sind wir schon bei Folge 69. Ja, es ist einfach so, wenn man einmal drin ist, ne, dann kommt man in diesen verfluchten Seuchen Dingens Mittelkirchen wie, ja, vergiss es. Das passt schon. So, wir rennen wieder raus. Und gucken nochmal eben. Fass das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Naja, das mag daran liegen, weil wir seit längerer Zeit nicht mehr geschlafen haben. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmwinde unterstützen wollen. Vertraue mir, Weißlauf! Vertraue auf Heimster! So, ich muss mal kurz gucken, es ist schon ein bisschen spät gerade, dass der Gemischwarenladen vielleicht aufhat oder nicht, aufhat. Dass wir dann noch hier beim... Ah, Beletor hat noch offen, sehr schön. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Jo. Alles steht... Für manche ist es Rahmen. Pass auf, wir gucken bei dir noch mal kurz nach, ob du auch ein paar Dietriche hast. Dietriche hast du, sehr schön, dankeschön. Und jetzt pass auf. Du kannst lebende Kreaturen in der Nähe durch Wände hindurchsehen, aber keine untoten Maschinen oder Dedras. Naja. Dann habe ich damit auch nichts zu schaffen. So, sonstiges. Da kann ich, glaube ich, nichts verhökern. Bekleidung kann ich auch nichts verhökern. Da habe ich ja das meiste jetzt schon raus. Ja, hier auch nicht. Nö, das war's schon. Bitte kommt wieder. Ja, mal gucken. So, wieder raus. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Ich war da gerade drin, aber danke. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche... Was benötigt ihr, mein Freund? Ich benötige etwas dann zu seid kaufen. Seid ihr also ein Alchemist? Nee, aber ich hätte gerne, pass auf, Zaubertränke. Und zwar nämlich, ich hoffe so, dass du es hast, Stärke, Tarnung, Frost, Krankheit, kleine Heilung. Des Heilers, Wiederherstellungszauber, blabliblub. Blitz, Stärke, Tarnung, hallo. Oh Gott. Nee, gut, mehr hast du nicht. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wieder... Ja, das passt schon. Okay, alles klar. Wir sind jetzt soweit. Wir haben 166. Jo. Haben wieder einiges abgelegt. Jetzt marschieren wir nicht nach Markat. Der Schattenschein. Irgendwovon hat er natürlich auch eine Hand. Ach, hier müssen wir hin. Ja, dann machen wir das am besten jetzt, ne? Würde ich sagen. Ja, warum nicht? Wenn wir schon mal fast in der Nähe sind. Oh, Todeshunde werden von Vampiren als Wächter eingesetzt. Ihre Herkunft ist unbekannt. Doch ihr Biss ist so kalt wie das Grab. Oh ja, die werden uns ja auch nochmal früher oder später begegnen. Es ist stockdunkel. 8 Stunden. Zip. Und laufen jetzt in die Richtung. Ja. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ich hätte natürlich auch noch zwischendurch mal zu Delvin noch gehen können, aber das mache ich dann, glaube ich, wenn wir hier mit Nocturnal da auch durch sind. Und da gucken wir mal, wie der Stand so ist mit den Fähigkeiten. Ob wir dann zurück zur Hauptquest kommen können oder schon gehen werden. Oder ob wir dann vielleicht die nächste Questreihe quasi dann angehen werden. Mal gucken. Das werden wir dann sehen. Ups. Moment. So. Und auch wieder hier allein unterwegs. Ich glaube, allein ist echt am besten, würde ich sagen. Ne? Weil mit Muskeln und so ist zwar ganz nett. Auch so mit unterhalten, blablablub. Oder auch, dass der da was lagert.
Ja, aber ich glaube, so ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also ist vielleicht sogar besser. Okay, wir sind jetzt auch schon da. Oh, ein Fuchs. Hallo, Füchschen. Dämmergrab. Okay, dann schauen wir mal, was uns im Dämmergrab begegnet. Oder auch nicht. Ei. So, sprich mit dem Nachtigallenwächter. Okay. Ach, den da. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der letzte? Was ist denn mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Na, wieso tragt ihr die Schuld? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Das ist Gallus. Jo, wartet mal, ihr seid Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Och, wenn du wüsstest. Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel? Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Der ist tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Das habe ich für Nocturnal getan, das habe ich für die Gilde getan. Ich wollte eigentlich nur reich werden. Oh, Nocturnal. Ein sehr edler Gedanke für jemanden in unserem Geschäft. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Kalia hat mir geholfen. Kalia? Sie lebt noch? Ja. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Ich wollte gerade sagen, hä? Ein Geist, der stirbt? Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann werde ich allein weitermachen müssen. Scheint so, ja? Leider ja. Meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Ja, folge dem Pilgerpfad. Super. Welchen Einfluss hat der Schatten... Was hat der Schattensee auf uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Glück ist bedeutungslos. Für das, was wir tun, benötigt man Können. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Wie kann das die Dinge verändern?
Denk doch einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Und nun, da der Schattensee geschlossen ist, ist auch unser Glück am Ende. Exakt. Es gibt nur wenige, die Dr. Nal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Okay. Was stimmt mit den anderen Nachtigallenwächtern nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Warum seid ihr... Oh, Entschuldigung. So, warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grafstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Könnt ihr nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Was wird mir auf dem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Okay. Optional, bringe Nystroms Tagebuch in deinen Besitz. Viel Glück, Nachtigall. Das Tagebuch, ach, das Tagebuch ist da. Oh, der liegt ja aber schon eine Zeit lang. Dietrich Gold, Tagebuch. Da. Abgeschlossen optional, bringe Nystroms Tagebuch in deinen Besitz. Ich habe keine Ahnung, warum mich von Anders zu, was? Warum mich von Anders zu diesem Unterfangen habe überreden lassen. Ach, das ist ein Mann von Anders. Also Anders, okay. Ist ja auch blöd. Also als Vorname. Naja. Er sprach davon, dieser Ort stecke voller Reichtümer, aber ich habe noch keine einzige Goldmünze zu Gesicht bekommen. Und was alles noch schlimmer macht, die Priester beginnen langsam Verdacht zu schöpfen, dass wir gar nicht die sein könnten, für die wir uns ausgeben. Sollten sie dahinter kommen, dass wir nur so tun, als wären wir Priester Nocturnals, werden sie uns garantiert nicht einfach nur höflich zum Gehen auffordern. Ich muss jetzt besonders vorsichtig sein. In meiner Rolle als Altardiener Nocturnals wurde mir ein Mentor zugewiesen. Ein alter Dunkelelf namens Lythilus. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ihm vielleicht ein paar Informationen über den Pilgerpfad entlocken. Anders schwört, sämtliche Schätze des Tempels wären im inneren Heiligtum. Verwahrt, das sich am Ende des Pfades befinde. Meine Aufgabe ist es also, uns durch die Hindernisse zu manövrieren, die davor liegen. Lythilus war leichter zu überlisten, als ich erwartet hatte. Er erwies sich als wahre Fundgrube, was den Pilgerpfad angeht. Allerdings sprach er stets in Rätseln. Ich werde versuchen, hier niederzuschreiben, was er mir verriet, und es Anders zeigen, wenn er mit seinem Mentor fertig ist. Das Einzige, worüber sich tatsächlich im Klaren zu sein schien, war, dass der Pfad 5 Prüfungen umfasst. Ansonsten sagte er Folgendes darüber.
Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod erleiden. Ereilen. Über allen stehlen sie, in ewiger Wacht, Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle. Denn am allersehnlichsten wünscht sie sich, was weder gesehen, noch geführt, noch getragen werden kann. Direkt und doch nicht direkt, der Weg zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Die Reise ist vollendet, die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen. Zögert nicht, eurem Wunsche nachzugeben, ihr eure ewige Ergebenheit zu schenken. Abgesehen davon murmelte er noch verschiedensten Unsinn wie »Die Nacht ist der neue Tag« und dass »Sie der Geist der Sonne sei«. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese kryptischen Anspielungen bedeuten sollen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass Anders und ich all unser gesammeltes Wissen beim morgigen Ritual auf die Probe stellen werden. Ha. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Oh. Ein Paul Dietrich. Oh ja. Geil. Ups. So. Ich habe da gerade eine schicke Waffe, glaube ich, aufgenommen. Was habe ich denn hier? Hä? Doch keine Waffe? Bekleidung war es jetzt auch nicht. Gut, dann nicht. Auch egal. Dann kümmern wir uns jetzt um den Pilgerpfad, beziehungsweise werden den Pilgerpfad folgen. Dem Pilgerpfad, jawohl. Wir werden dem Pilgerpfad folgen. Tun wir das. Hier bin nix. Ich schleich mal wieder eine Runde. So. Eisentür öffnen. Oh. Da steht wer. Was haben wir hier denn noch Schönes? Haben wir irgendwas? Oh. Ich glaube, die sind nicht sehr wohlgesonnen uns gegenüber. Deswegen, pssst, Bücher mitnehmen. So, und wieder raus. Und Leute, ich sehe gerade, Folge ist zu Ende. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Kümmern wir uns um... Nein, nicht den Finger benutzen, sondern den Stift. Ich habe hier extra einen Stift für mein Tablet, damit ich das nicht ganz beschmiere. Haha. Ja, wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Ich speichere hier mal ab, weil wenn wieder was passiert, dann bin ich nicht schuld. Uhaha. Und... habe ich schon gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube ja, ne? Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin sagt The One Hand Gamer. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, auf bald. Macht's gut.